Ein Bonusweg nicht zu meistern kostet kein Leben, also versuch es nochmal. Okay, ja gut. Bonusweg ist ja jetzt. Ja, mich ärgert immer noch der andere Bonusweg. Wir haben ja den einen Bonusweg, haben wir ja gefunden, aber der hat uns da ja nicht hingebracht. Ja, ob ich hier jetzt meinen Spaß habe, weiß ich noch nicht. Immer so ein bisschen gucken. Also mal erstmal gehen da. So, mehr als zwei Ugadabugas will ich aber nicht haben. Ich kann schon zubeißen, der Schlingel. Was zur Hölle ist das denn hier? Yeah! Oh, oh, ich muss mich erstmal an die Steuerung hier gewöhnen. Ich muss mich erstmal an die Steuerung. Nein, 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 nein. Nein, 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 warte, nein, nein, warte. Okay, die Steuerung ist noch ein bisschen eigen. Die Steuerung ist definitiv noch ein bisschen eigen. Weil wir hier die ganze Zeit so hin und her wippen müssen. Boah. Oh, warum macht er das? Okay. Und Schub. Okay, wir haben es geschafft. Okay. Da ist ein Bonusweg. Bonusweg. So, wir wissen ja, es kostet keine Leben, aber das wissen wir ja auch schon aus dem ersten Teil. Ja, ein Apfel hat es leider erwischt. Da hatte ich Schiss gehabt, den zu holen. Achso, warte, wir können. Können es ja ducken. Okay, ja, es ist doof, wenn er aus diesem Schleichzustand plötzlich aufsteht und anfängt zu rennen. Es ist ein bisschen doof. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Kam sehr rennend überraschend. Diesmal haben wir sogar alle Äpfel dabei, ist doch alles safe. So, schön langsam gemacht. Wir wollen ja hier nichts kaputt machen. Die Bonuslevel sind bis jetzt noch recht einfach, aber sie geben sehr viele Äpfel. Und Leben. So, wir haben 75 Äpfel fast. Ein Leben dazu, das heißt eigentlich zwei Leben, weil wir ja die Äpfel haben. Sehr schön. Kann es für uns weitergehen. Wir haben keinen blauen Edelstein. Oh Mano, wir haben keinen blauen Edelstein. Was sind das denn da? Oh, Nilpferde. Kann ich rausspringen oder? Weil, ja, okay, das geht unter. Ich war mir jetzt nicht sicher, ob das Ding untergeht. Wir treiben einfach wie so eine Wasserleiche. Wunderschön. Wir sind eine wunderschöne Wasserleiche. Ja, ja. Die gehen. Oh nein.
Oh, oh, lalalala. Okay. Hui. Yeah, mit Trick, Alter. Mit Trick, mit Movement. So, wir wollen alles mitnehmen. Woohoo. Ja, Alter, der war schon ein bisschen episch, der Sprung. Ich geb's zu. Oh, lalalala. Oh, nein! schön, sehr herrlich, ja, toll. Ja, das war jetzt nicht so... Oh, wir sind so gut durchgekommen. Ich hasse dieses Bootfahren. So, wir nehmen natürlich alle Kisten mit. So, jetzt haben wir es. Jetzt haben wir das doch. Sehr schön. Oh, ich bin kein großer Fan von diesem Bootfahren, muss ich sagen. Das mag ich nicht. Oh, na, ja, es fehlen sehr viele Kisten. Es fehlen verdammt viele Kisten. Aber wir hatten ja nicht diesen einen Bonusweg da, den mit dem blauen Kristall. Wir hatten noch keinen blauen Kristall. Schade. Wir haben ja bis jetzt nur einen weißen bekommen. Schade, schade. Schade, schade, schade. Aber war ja in allen recht einfach. Neue Sachen gesehen, aber im Endeffekt war es einfach gewesen. Gut. Jetzt bleibt nur noch The Pits über und dann haben wir alle Kristalle für den gesammelt und sind fertig mit Teil 2 oder was? Schön. Bezweifle ich zwar, brich verschlossene Kisten mit einem gut gezielten Körperschlag auf. Okay. Keine Ahnung. Was für verschlossene Kisten und was ist ein gut gezielter Körperschlag? Schon wieder dieses Ding, wo wir nur raufhüpfen können. Es war so klar. Ich hasse es. Ich hasse es wie die Pest. Diese Dinger, die ich nicht weghauen kann, sind zum Kotzen. So. Weg. Okay, ein Vogel. Ich habe keine Ahnung, was passiert ist, aber ich hätte, glaube ich, ausweichen müssen. Aber wir haben es überstanden. Mit sehr viel Explosion. Ja, raufspringen ist so die Methode. Aber Hauptsache erstmal, naja, wir haben unseren Ugga Bugga verloren, aber naja, was willst du machen, ne? Was? Was war das denn? Ich weiß noch nicht mal jetzt ganz genau, was gerade passiert ist, ehrlich gesagt. Ehrlich, ich habe gerade keine Ahnung, was gerade passiert ist. So, ist ja egal, wir müssen die ja nicht unbedingt töten. Wir müssen sie ja nicht unbedingt töten. Wenn wir drauf landen, landen wir drauf und wenn nicht, dann nicht. Ist ja im Endeffekt egal. Wir sind ja auch nur Lebewesen. Sind zwar Dr. Burritos Lebewesen hier oder so. Ja, naja, ich weiß nicht, ob die von Cortex sind oder von denen. Ich habe keine Ahnung. Schöner Sprung. So, endlich ein Checkpoint. Die Vögel mag ich nicht. Ich muss mal ganz schnell den hier mit. Dann kann es nichts passieren. Wenn du denkst, worauf? Der springt so hoch. Das muss irgendetwas bringen, oder? Ja, vielleicht auch nicht. Na komm. Ja, die Sprünge sind aber auch, sind auch ein Traum, ne? Wir haben zwei Wege. Von oben bis unten sind die Sprünge ja ein Traum, wa?
Die dürfen wir nicht raufspringen, aber gut. Ja, genau. Das ist ja kein Problem. Also wir müssen ja nicht unbedingt auf welche raufspringen. Das sind halt die, wo wir raufspringen müssen. Ja. So. Schon wieder zwei Kisten, die wir nicht aktivieren können. Komm her! Komm her! Der ist doch kacke, der reagiert auf keinen! Oh Mann! Oh, Entwickler, was habt ihr da gemacht? Was ist denn das für blöde Vögel? Was haben die da denn gemacht? Für ein Mist. Tut mir leid, aber das ist ja so. Also, wie soll ich die dann am besten jetzt loswerden? Bin ratlos. Ich bin ratlos bei denen. Ich habe die noch nicht so ganz begriffen, wie sie gehen. Mal war es rüberspringen, jetzt reagieren die gar nicht mehr auf uns, dass wir rüberspringen können. Jetzt bin ich ein bisschen fraglos mit diesen Viechern. Weil wie soll ich die denn jetzt loswerden? Wie soll ich die denn jetzt loswerden? Ich glaube eher, dass das mehr Glück war als sonst irgendwas. Alternativer Weg. Oh. Okay, dann gucken wir mal, wo wir hier hingekommen wären. Das war sehr doof reagiert, ich gebe es zu. Und wir sind wieder hier, wa? Ah, ficken, ey. Entschuldigung. Aber ihr wisst, was ich meine. Wow. Wir müssen erstmal das nächste Mal, wenn wir da oben sind, erstmal den Checkpoint machen. Bevor wir hier jedes Mal wieder hier, quasi hier starten. Ich weiß nicht, ob das jetzt so richtig ist oder so. Ich habe selbst keine Ahnung, was ich hier überhaupt tue. Gibt's da vorne einen Checkpoint? Wirklich, wa? Ah, doch, da ist einer. Den aktivieren wir erstmal. So. Damit wir wissen, dass wir es bis dahin geschafft haben. Und dann können wir hier mal den Weg zurückgehen, wa? Das ist echt fies, so einen Weg zurückzugehen, gebe ich zu. Okay. Das kam jetzt überraschend. Schön langsam. Wir sehen nicht, was uns erwartet. Oh, zwei Vögel, ja, natürlich. Das weiß ich schon, wofür das ist. Ist garantiert für die andere Seite. Garantiert. Nein! Ah! Ich verstehe meine X-Taste manchmal nicht. Ich brauche neue Controller, definitiv. Hey, ganz ehrlich, wenn du die X-Taste drückst und der läuft geradeaus, dann kommst du auch ein bisschen dämlich vor dabei. Schön langsam. So, hier haben wir das Ding ja eingesammelt. Boah, ich wünschte, ich könnte die Kamera hinter uns drehen. Das wäre so viel angenehmer.
Wir wollen natürlich alle Kisten haben hier. Zumindest versuchen wir es. Okay, geschafft. Und Checkpoint. Ich habe keine Ahnung, was uns da unten erwartet. Okay. Die wenigen haben, geh weg. Alter, ich drück doch. Ey, ist das denn so langsam hier oder was? Langsam kriege ich die Schnauze voll. Ich drück die Tasten und der reagiert nicht. Du bist langsam gut. Ich mach das hier ja nicht zum Spaß da. Ich hasse es, in so eine Richtung zu laufen. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Sehr schön. Jetzt können wir wieder in diese Richtung laufen. Hier haben wir jetzt ja schon alles frei gemacht. Ich hoffe, wir fallen jetzt hier nirgendwo, sonst kriege ich einen Kotzkrampf. Mit dem Thema hier haben wir alles frei gemacht, weißt du? Großkotzig wie er ist, sagt er, hier hat er alles frei gemacht. Oh, den haben wir sogar auch noch mit erwischt. Sehr schön. Yeah! Neue Leben. Und MC Vogeldude. Keine Ahnung, ob das wirklich die richtige Methode gegen den ist. Es funktioniert. So, das Doofe ist, wir haben jetzt nur diesen einen Checkpoint hier hinten gemacht. Ja, und haben den anderen nicht. Wir dürfen jetzt nicht sterben. Schon scheiße. Gott sei Dank. Ich hasse diese Löcher. Oh. Yay, Bonusrunde. Sehr schön. Das ist, glaube ich, der Körpertreffer. Ja, wahrscheinlich, Alter. Als ob ich hier auf TNT rumhüpp. Was ist denn los mit euch? Ich meine, ich hüpfe hier ja im Endeffekt auf TNT rum, aber... Trotzdem. Ah, so geht das auch kaputt. Aber wie ich da oben jetzt hinkomme, habe ich leider keine Ahnung. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Zack, bumm. Bauchplatscher. Ah. Dürfen wir halt dann nochmal. Dürfen wir nochmal zurücklaufen, den. Verdammt! Das hätte ich noch gar nicht machen dürfen, oh Scheiße. Okay, wir töten uns nochmal. Entschuldigung, wir töten uns nochmal. Das hätte ich gar nicht machen dürfen. Okay, ja gut. Da kannst du auch nicht wissen, ne? Das kannst du ja auch nicht wissen. Ich will natürlich, da hinten gibt es garantiert Leben oder so. Batsch. Sieht auf jeden Fall genauso aus, wie ich in ein Schwimmbecken springe. Also der Gesichtsausdruck und alles ist eigentlich relativ identisch. So sieht es auch aus, wenn ich mich ans Essen ranschleiche. Sieht auch in etwa so aus. Muss ja erst damit rechnen, da. Quatsch. So, ich hoffe, das schaffen wir. Wünscht mich Glück. Warum kriege ich jetzt hier kein Leben? Stehe ich nicht. Oh, das war ja mal wieder klar, dass ich genau in der alte Rille hüpp, ne? Genau in die alte Rille. Ah.
Nee. Hey, nicht nur die Hälfte. Immer schön mit dem Gesicht, das ist am gesündesten. Gesichtssprünge sind einfach am gesündesten. Das ist gemein, dass es jetzt hier kein Leben gab. Erst gab es ein Leben und dann nicht mehr, das ist fies. Warum? Warum ist es kaputt? Ich hab doch gar nichts gemacht. Wie komme ich denn jetzt da rüber? Alter, wir sind so gut. Das war jetzt aber schon ein bisschen knapp. Sehr geil, Alter, sehr geil. Wir haben hier fast alle... Ah, schön. Ich bin aber ein bisschen K.O. gerade. Gut, wir haben alle... Oh, ich hasse das. Nochmal wieder ein Haufen Äpfel. Ich sag dazu nix. Dazu brauche ich auch nichts sagen, glaube ich. Ich glaube, ich brauche dazu wirklich mich nicht äußern. Gut, wir haben es geschafft. Gott sei Dank. Ey, wo fehlt eine Kiste? Wo fehlt eine Kiste? Warum fehlt eine Kiste? Warum höre ich mich so männlich an? Aber trotzdem, wo fehlt eine Kiste? Warum fehlt eine Kiste? Oh Mann.